Die Slurpee. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen wunderschönen Video. Ich sag's immer wieder, aber danke für euren geisteskranken Support und Liebe, die ihr zeigt bei den Videos. Ich küsse doch euren Arsch. Ey, jetzt mal Real Talk. Wieso machen dicke Leute immer Sachen, die dicke Leute nicht tun sollten? Jeder wusste doch ganz genau, wie das enden wird. Die arme Rutsche hat so gelitten. Rest in peace. Sie hatte bestimmt ein schönes Rutschenleben. Horse plays in water. Smiles, then farts aggressively. Are you proud of yourself? Sehr stark. Der Titel hat echt nicht zu viel versprochen. Kein Clickbait oder irgendwas. Einfach abgeliefert, so wie es sein soll. Aber sag mal, wieso guckt dieses Pferd wie ein absoluter Psycho? Was geht ab bei dem Ding? Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr so nachts um 3 den übelsten Fressflash schiebt? Warum auch immer. Und euch erstmal so eine richtig geile, saftige Tiefkühlpizza in den Ofen knallt. Es gibt echt nichts Besseres. Bro, wie hast du das geschafft? Okay, erstmal F an die Pizza. Und ja, passiert mal, dass die Pizza vielleicht runterfällt. Dazu muss man schon ein Vollidiot sein. Aber wie kann es sein, dass der komplette Ofen umfällt? Wie hast du das geschafft? Wie? Sag es mir bitte. Wie kann man einfach so aus Versehen auf einem Ofen ausrutschen und auf ihn fallen? Der hat wirklich alles auseinandergenommen. Immer wenn ich mich konzentrieren muss in einem wichtigen Moment, zum Beispiel in einer Arbeit, in der Schule oder so, also da, wo es wirklich wichtig ist, dass ich jetzt mit vollem Fokus eine Aufgabe erledige, mein Gehirn original so. Was habe ich hier gerade angeschaut? Der ist sogar mit seinem Kollegen gegrindet auf dem Bordstein. Und der Olli am Ende über das Auto war echt mein Highlight. Chiropraktiker be like. For real. Ich sehe immer diese Videos auf TikTok, wo die Leute so eingerenkt werden und ich habe das Gefühl, dass die Hälfte dort wirklich mit einem Genickbruch rausgeht. B7, I just... Oh shit! Turn. Real Talk, genau so werden die dort benutzt und verknackt. Und die sagen danach immer so, oh wow, ich fühle mich gleich so viel besser. Aber ich feiere diesen Job Chiropraktiker einfach unnormal. Und ich glaube auch, die meisten Chiropraktiker sind so sass unterwegs und freuen sich wirklich den Ast ab, wenn sie eine Frau durchknacken müssen. Come on, natürlich hat sie solche Schmerzen, dass du sie genau an dieser Position so vor die Kamera legen musst und anfassen kannst. Ja, 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 du kleines Schlitzohr, du. Top 7 Chiropraktiker-Farts. Was? Just like that. Coming back. Okay, deep breath in. Now. Good, good. A little bit further down, almost there. Oh. Hey, Bruder, was? Was geht denn jetzt ab? Ich weiß doch nicht, ob ich so Bock auf den Job hätte. Das ist ja ekelhaft. Was macht jetzt dieser goofy Lachsmiley im Bild? There it is, like that. Good shoulders, hips, good. Ey, komm schon, was machst du da mit ihr? Nein. Das reicht jetzt auch wirklich. Also ich muss mir echt nochmal überlegen, ob ich Chiropraktiker werde oder nicht. Weißt du, es gibt Leute da draußen, die haben nicht mal Geld für eine Pulle VitaVate oder so. Was denn, Großer? Direkt mal 5 Pullen geholt. Und der Bre zerstört einfach sein Tesla für ein lustiges Video. Okay, und was hat er jetzt gemacht? Was sind das für riesige Räder, Junge? Wow, die sind ziemlich groß. Mm.
Oh my god. Okay, ich nehm's zurück, das war echt geil. Der Typ ist doch ziemlich cool für diese Aktion. Das ist so unglaublich random, dass es schon wieder lustig ist. Guck doch mal bitte, wie dieser Tesla diesen Berg runterfährt mit diesen großen Rädern. Aber zeig das Video lieber nicht Elon Musk, ansonsten kauft er einfach dein Leben und sperrt dich irgendwo ein. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber dieser kleine, dicke Junge auf dem Hoverboard ist der Main Character. Wir spielen alle nur in seinem Film mit. Geiler Typ, wirklich. So, was machen wir? Wenn ich diese Kulisse hier so sehe, für was wird er sich wohl entscheiden? Machen wir einen Edgar mit viel Struktur? Natürlich, der klassische Edgar. Schieß irgendetwas noch, was ich muss wissen. Ich muss etwas jagen können. Was musst du denn jagen können? Frauen? Bitches? Chickas? Bre, das Einzige, was du jagst, sind deine Kollegen auf dem Spielplatz, wenn ihr Fangen spielt. Geiler Edgar, Mann. Ich gebe der Frisur eine 0 von 10. Edgar ist die beste Frisur für ein Coming-out, weil die Familie so geschockt ist über die Frisur und allen egal ist, was sonst noch los ist. Der Bre wird nie wieder mehr rappen. Okay. Ah. Hör zu. Los. Ja. Was ich mache, mach immer noch weiter, immer noch weiter, meine Papa, immer noch weiter, du kleine Pisser. Ja, ist auch, glaube ich, das Beste für alle, wenn er nie wieder rappen wird. Weiter, meine Papa, immer noch weiter, du kleine Pisser, mach die Erde, jetzt immer noch weiter, guck, was ich mache. Ja, was ich mache, guck, was ich mache. Rein mit dir! Rein da, weg! Der Arme, wie er am Ende noch Peace zeigt, der hat safe danach geheult. Er dachte, das ist jetzt seine Chance, auf die er seit Jahren wartet und sich hinarbeitet, um endlich den Durchbruch zu erlangen. Und Farid, sein größtes Idol, zerstört wirklich seine komplette Karriere, bevor sie auch nur angefangen hat. Die Mülltonne war aber auch echt passend. Das war echt Trash, was er gemacht hat. So Madness and Badness. Combination. Also manchmal frage ich mich echt, wie man auf sowas kommt. Genau wie sowas. Wer kommt darauf? Wer? Irgendjemand muss doch dort zu Hause gesessen haben und diese Konstruktion erbaut haben. 4 6 7 7 9 9. Ich sag es doch, die Welt ist am Ende. Wer kommt auf diese Idee? Und wer macht sich die Mühe und steckt auf jede Stange von diesem Rechen eine Nudel? Warum? Ey, kennt ihr das, wenn so ein Pärchen den Heiratsantrag heimlich filmt? So, das soll halt so eine richtige romantische Erinnerung sein, an die man sich noch in 10, 15 Jahren zurückerinnert und sich dachte, oh mein Gott, weißt du noch, Schatz, dass du mir damals den Heiratsantrag gemacht hast? Und jetzt zieht euch das mal rein. Ey, Junge, der hat das gesamte Video gefickt. Lebende Legende, Real Talk. Meiner Freundin geht's halt nicht so gut, deswegen habe ich gedacht, ich mache hier mal was Gutes. Ich habe meiner Freundin noch nie was Gutes gemacht, wenn sie schlecht ging oder so. Ich glaube, deswegen bin ich aktuell auch wieder Single. Meiner Freundin geht's halt nicht so gut, deswegen habe ich gedacht, ich mache hier mal was Gutes und habe hier einfach mal einen Crepe gemacht. Den habe ich ihr dann gebracht. Das war dann aber irgendwie nicht so eine gute Idee, weil sie hat gar keine Lust darauf gehabt. Yo, wie mad ist sie denn? Chill doch, er wollte dir nur was Gutes tun. Der Arm ist am Boden zerstört. Aber ja, das ist nicht so schlimm. Dann bin ich wieder in die Küche gegangen, dann habe ich den Crepe einfach wieder aufgerollt. Und dann habe ich halt geguckt, dass ich die Nutella wieder zurück ins Glas mache. Weil das wäre ja sonst voll die Verschwendung. Und ja, das ging eigentlich relativ gut wieder ab. Ja, dann habe ich alles wieder da reingetan. Er hat die Nutella echt wieder clean abbekommen, muss man sagen. Wie hat er das gemacht? Genau, und dann habe ich den Pfannkuchen versucht, wieder flüssig zu machen. Das hat dann sogar eigentlich ganz gut funktioniert. Da habe ich noch so ein Drehteil genommen. Ja, und hier sieht man einfach, wie ich es wieder hochgezogen habe. Die Tropfen sind auch mitgekommen und zack. Boah, hatte er Glück mit den Tropfen, dass die wieder mit hochgingen. Was ein Glückspilz. Dann habe ich geschaut, dass ich alles wieder auseinander bekomme. Dafür habe ich so ein Rührgerät benutzt. Genau, dann sieht man hier, wie ich die Milch wieder rausgenommen habe. Das ging irgendwie am leichtesten von allen.
Das war dann ein bisschen schwerer, die Eier wieder zurück in die Schale zu bekommen. Ja, aber habe ich im Endeffekt auch wieder ganz gut zubekommen. Ja, dann ganz normal habe ich das Mehl halt wieder in die Verpackung wieder zurückgetan und habe im Anschluss dann die Verpackung wieder zugemacht, damit es nicht schlecht wird. Ja, und die Eier habe ich dann auch wieder zurück in den Kühlschrank getan. Und jetzt versuche ich es halt in 20 Minuten nochmal, ob sie es dann will. Nur Gott weiß, wieso ich mir das hier gerade bis zum Ende reingezogen habe. Jungs und Mädels, wenn ihr wollt, dass ich euch einen Crepe mache und vorbeibringe, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder.